Hallo Leute. Ich brauche Hilfe. So, willkommen zu einem neuen Paradise Random Shit Vlog. Die Nummer kenne ich nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein Video, wenn meine YouTube-Karriere komplett zerstört. Ich hätte dir recht. Ich mache ja auch alles falsch natürlich, weil ich. Auf einen kurzweiligen und schönen Abend heute. Wir haben Donnerstag, den 2. Dezember, glaube ich. Ja. Na, da lass mich mal noch schnell aufs Klo gehen. Wo willst du aufs Klo? Für Geld. Ja, na, was sonst? Ja, da muss ich auch mit. Klosett, Klosett und ich muss mal aufs Klo gehen. Komm, schmolze so. Mich hat ein Vogel angekackert. Sogar warm. Ganz klein im Haufen. Ich hätte dir recht. Ich hätte dir recht. Endlich Aaron, das erste Mal Volksfest in Kirmeswelt in Berlin. Freue ich mich sehr drüber. Kombination aus Boygroup und noch ein bisschen Lady Gaga kommt aus dem Auto raus. Das, Ritter Sobitsch, das unterschreiben. Winterzauber, Winterzauber, ja. An der Allee, ja. In Berlin. Nochmal, tatsächlich. Ja. Und heute haben wir mal richtige Stars hier mit dabei. Hast du eigentlich einen großen Pimmel? Cool! Ja, du? Okay, tschüss! Erst letzte Woche Star-Auftritt bei Moritz Pohl gehabt. Jan-Erik ist auch wieder dabei. Servus. Fucky. Hallo, was wollt ihr fahren? Grad nix. Okay. Wie war Soest? Stressig, voll schön. Die Kirmes wird halt gefeiert und das richtig hart. Das tut mir einfach so unnormal leid, Mann. Mir wär das zu voll gewesen, Soest. Ja. Geht die Hölle los! Es war so normal, das war's auch. Wir hatten Saisonbeginn. Ich hab vor ein paar Tagen darüber gelästert, dass da jetzt überall blond ist, dass du jetzt wieder so Szene-Klischee machst. Ja. Aber dann wurde ich vom grau, verrückten Junkie korrigiert, es ist grau und grau ist hip, ne? Grau ist hip, ja. Richtig. Gerade in Berlin. Hat doch nichts mit Szene zu tun. Also. Hat was mit Alter zu tun, aber das kennst du ja auch, Ruby. Puff. Ja. Direkt in den ersten 2 Minuten. Warum habt ihr denn nicht mal bei Polen ein bisschen aufgemischt da im Dings? Ey, wir haben. Ihr hättet auch ein bisschen trollen können. Ja. Aaron hält sich total zurück. Du hast ja kein Wort gesagt. Ein Mensch, einer von euch hat mal kurz was gesagt. Und was sagen die das erste Mal gefahren sind? Heftig. Oder hat er viel rausgeschnitten? Ja, also heftig. Wir haben uns einmal richtig ergötzt über Psychedelic. Die hatten nämlich, was hatten die genommen? Über 5 Euro, glaube ich. Für einmal durchlaufen. Genau, 5. Was auch genau deswegen ist ja kürzer als vorher. Da waren sie auch noch so frei. Das Kassenschild, das stand nicht. Das haben sie schön hingelegt, damit man erst den Preis, wenn du an der Kasse stehst. Und darüber haben wir uns ergötzt. Aber Generation Z wie wir trauen uns ja dann direkt vor der Kasse nicht zu sagen, oh nee, 5 Euro, dann gehen wir wieder. Irgendwie ist ab der 2. Robotics-Fahrt, die wir noch gemacht haben, alles nicht veröffentlicht worden. Entweder lag das im Alkoholpegel
Oder, aber morgens hat er gar nichts getrunken, das gibt keinen Sinn. Oder es war wieder irgendwas mit der Speicherkarte, da hat er manchmal so Probleme und da war Ende. Weil von da an hat alles gefehlt. Das war schade. Wir hatten noch eine schöne Robotics-Ohnmachtfahrt. Da hing einer so. Ja. Willkommen heute beim Podcast vom Winterzauber. Alkohol. Scheiße! Der neue Diversity-Podcast für mehr Anstand und gegen Sexismus. Würde ich jetzt einfach die Eier, die Scheiße hier haben, endlich zu meinen Taten zu stehen und endlich auch öffentlich zu sagen, ja. Das schreibe ich mir auch auf die Fahne. Und macht es nicht nur wegen Klicks, sondern macht's, weil, macht Videos, weil es euch Spaß macht. Schnuckis Podcast. Wir unterhalten uns einfach auch nur. Es wird auch. Es wird ja. Zwischendurch schneide ich ein paar Bilder rein vom Markt, aber ansonsten reden wir hier weiter. Moritz Pohl hätte ja heute auch. Sarah Pohl hätte heute auch Gast sein sollen. Ja. Aber und leider muss ich ein altes Zitat aus einem uralten Vlog wieder rausholen. Vielleicht kommt es mir gleich wieder bekannt vor. Ignorantenmonopol. Leider sehr, sehr schade. Naja, es macht einfach keinen Sinn und schade. Es ist so. Ja, ich habe leider nichts mehr von ihm gehört. Ich bin ein bisschen traurig. Was? Wir haben das eigentlich so ein bisschen so mit ihm geplant und... Der war ja vor 2 oder 3 Tagen hier. Ja. Er war ein paar Tage zu früh und er hat unsere Tour kopiert. Ja, aber war ja ein komplett verregneter Tag. Ich habe sehr genossen, bei Sarah in den On-Rides zu sehen, wie sie bei strömendem Regen im Infinity saßen. Sag mal, weinst du, oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Sag mal, weinst du etwa, oder ist das der Regen, der von deiner Oberlippe perlt? Und Aaron ist natürlich nur da, weil seine Lieblingsgeisterbahn hier ist. Ja, ganz bestimmt. Und darum werden wir nachher eine Runde im Dämonium fahren. Mit dem Betreiber habe ich mich ja auch nicht zerstritten nach meinem tollen Facebook-Video. Es ist saukalt draußen. Die Aura kickt. Aber wir fahren mit Sicherheit 3-4 Sachen auch noch. So, jetzt geht's los. Ich hab's geschafft, geht los. Wir sind bereit. On Tour. Ja, laufen wir einmal. Heute unglaublich gut hier von Infinity. Die beleuchten die. Es sind mega viel Lichter kaputt. Was machen die Lampen? Die leuchten blau, ja. Mit dabei heute, aber leider im Außenteam, wie bei Wetten das, so Außenwettemäßig, ist Olli to go. Was? Olli! Wir werden dann sehen. Alles klar. Alles fit? Ja. Bald geht's ab. An dem bist du doch. Nein, oh. Vom Dream Team, man ist am Philipp. Ey, ich hab dich verwechselt, aber du kennst doch den Olli. Ne? Teamparkhalter? Ja, ja. Ja, Mann, ja, klar, so, weil, ey, so, ich hab so von hinten gedacht, du bist der Olli to go. Kannst du mal Hallo sagen? Ja, was geht ab? Alles, servus. Nee, Dream Team natürlich. Hallo Leute, hier ist euer Dream Team. Das kuschelige, die süßen Kuschelmäuse Dream Team. Und ich frag mal, wo seid ihr gerade? Jetzt sind wir wieder in unserem Hotelzimmer und lassen den Abend gemütlich ausklingen. Wir haben Dream Team dabei. Ja. Kennt ihr Dream Team? Ja. Hier ist euer Dream Team. Dream Team. Die neuen Stars im Freizeitpark. Ja, ja. Wie heißt die? Ich bin's Vanessa. Und ich bin's Philipp. Nee, Philipp und irgendwas. Vanessa oder sowas. Vanessa oder... Kommt ihr noch vorbei oder seid ihr... So, jetzt chillen wir hier in unserem Bettchen, haben heute einen schönen Reisetag hinter uns. Okay, was habt ihr denn schon erlebt? Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt. Oh, süß. Süß. Wow. Das sieht schön aus. Also zieht man so an und dann kann man das noch ein bisschen fester machen, so, dass es dann auch hält. So. Wunderbar. Noch eine Kleinigkeit innen drin. Wow. Und zwar... ein wunderschöner Ring, passend zum Armband. Das sieht schön aus. Was, wie, wo? Da passen eigentlich gar keine Ringe. Und die musste den extra so groß machen. Die hat den 3-mal größer gemacht. Hä? Und die hat gesagt, größer geht's nicht mehr. Nicht mehr größer, nicht mehr größer.
Mir gefällt's auch. Gut. Ich bin verwirrt. Ja, okay. Gut. Wunderbar. Dann meldet euch wieder, wenn ihr auf dem Weg. Wenn ihr wieder was erlebt habt. Ja. Gute Nacht, bis morgen. Ciao. Bye, bye. Das war super! Ein absolutes Lieblingsfahrgeschäft. Racerama. Das ist so eine fette Marktlücke in Deutschland. Das ist wirklich das was. Das ist richtig geil. Wie fandest du die neue Challenge? Wir nehmen die Tasche mit und stellen sie auf die andere Seite Challenge. Das war super! Ich meine, wahlweise können wir auch einfach weiter saufen und können am nächsten Stand uns wieder was holen. Und dann ist es halt das. Aeronaut seid ihr in Soest gefahren, ne? Also da muss ich jetzt momentan bei den Temperaturen. Ja, seid ihr mitgefahren. Ja. Oder warst du schon sehr nah an der Grenze? Das war so krass. Ich war ja letzte Woche Familientag hier und dachte fürs Impressionsvideo, na, fahr mal mit. Ja. So alleine. Und es war das erste Mal, dass ich alleine in so einem Staffman saß und hatte mich ein bisschen überschätzt, weil ich vorher dachte, hey, ich kann hier mit Ich saß da alleine drin, so panisch. Und dann auf der Höhe geht es dann so los. So. Oh, genau. Und kein Wort von rausgekriegt, nur da drin gesessen, krampfhaft die GoPro gehalten. Das Dämonium, das ist langsam nicht mehr auf meiner Höhe, das ist langsam weg. Ich habe mich sogar noch nicht mal getraut, die Kamera so runter, weißt du, also immer nur so gerade so vor mich und... Das war skurril. Ich finde die Platzierung nicht schön. Der geht total unter. Ja, ich finde sowas ist immer gut, wenn es in der Mitte steht irgendwo. Ja. Oder halt so alleine wie in Soest. In Soest ja. Der steht hier hinter auf der Straße. Aber die ewige Streitfrage reicht da an Jules Verne ran? Ich sag mal, ich finde inzwischen Bayern Tower tatsächlich am schönsten. Ach stimmt, es gibt ja mittlerweile den Bayern Tower. Den finde ich echt sehr schön. Ich sag mal, ich finde, der hier hat halt mehr Deko-Elemente, deshalb finde ich den schöner. Ja, aber es ist ich kann diesen Photoshop-Style nichts abgewinnen. So. Wenn ich da die, das ist doch mein Job. Für mich müssen die Menschen perfekt gemalt sein auf so Geschäft. Ich mag das nicht so, wenn die so, wie an den Hygienespender, so, wenn ich diesen Mensch so 1:1 so erkennen kann. Ja. Ich finde dieses Gemalte halt schöner, deshalb weiß ich nicht. Die Kasse ist halt saumäßig schön. Die Kasse ist richtig schön, ne? Ja, ich sag mal, er hat halt definitiv mehr Deko wie Jules Verne. Deshalb, ich weiß nicht, ich würde die ziemlich auf eine Stufe miteinander setzen. Ich würde auch, es ist halt ein bisschen anderer Style, halt, ein bisschen Thema. Was ich halt hier schön finde, der hat Ausgänge. Weißt du, bei Jules Verne hängt halt neben an der Seite immer nur diese hässliche graue Plane rum. Und das ist halt hier das, was ich hier ganz schön finde. Weil daneben halt wirklich diese Bögen und sowas sieht echt gut aus. Aber ist halt Photoshop. Okay. So. Gut, haben wir mal geklärt. Kalt. Es ist sehr kalt. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ah, das kuschelige Dreamteam meldet sich wieder. Wo seid ihr denn? Jetzt sind wir im Hotelzimmer. Ach, wieder im Bettchen. Naja, gut. Und jetzt? Wir sind müde, es reicht. Und wir wollen jetzt schlafen. Ja. Okay. Und morgen wird auch wieder ruhig. Deswegen schauen wir, was wir machen sollen. Schön! Also bis morgen, tschüss. Bis morgen. Gute Nacht. So, jetzt fahren wir mal Dämonium. In was für einer Kombi wollt ihr fahren? Ich will nicht vor. Ich fahre mal Tobi. Ich
Ich hasse nämlich sowas. Trotzdem bin ich da schon die Aaron so viele Geisterbahnen gefahren. Ja, aber Aaron hätte man natürlich das Glück gehabt, wenn er jetzt mitgefahren wäre, also ja. Ich nehme ihn. Der hätte sich ja sogar im Dämonium richtig erschrocken jetzt. Das stimmt. Aber ich bin da auch nicht anders. Das glaube ich nicht. Vielleicht schauen wir es ja. Ich habe mich dieses Jahr neben Aaron auch schon ganz schön. Aber ich habe auch lustige On-Rides gemacht, wo er sich richtig schön abgerotzt hat, ja. Hast du eigentlich einen großen Pimmel? Ja. Nee. Sag mal. Gut, dass das mal geklärt hat. Guck mal, die filmen auch nicht. Das scheint uns jetzt schon Hufen. Wir starten lange Nee, jetzt kommt mich der Leiferstrecker. Schöne Fahrt. Themenfahrt. Ich finde es gerade A toll, wie der daneben schlägt und B, wie viel Nebel bei einem Howdy Lukas geht. Sind das ernste Versuche oder? Jetzt hat er getroffen. Einmal! Das ist ja nicht ganz so traurig. Ist doch klar, dass das nichts werden kann, wenn ich so mache. Für den Idioten gut hat's gereicht. Wir sind gerade einfach an der Jukebox vorbeigelaufen. Ja. Da rekommandiert normal Juli an. Nee. Was? Der rekommandiert nicht, aber der fährt. Ist der da? Doch, der hat auch schon rekommandiert. Der ist für die Kabelbinder. Aber jetzt ist da nein, der hat rekommandiert. Aber jetzt ist da ein neuer Rekko, den ich da noch nie gesehen habe. Ja, weil Julia wieder woanders gebraucht wurde. Guck mal hier, Aaron will mal sehen, wie das funktioniert. Das ist doch total unfair. Erst heute hat der Winterzauber ein Werbevideo hochgeladen. Wo, war das nicht vielleicht manipuliert? Oh, was ein Zufall. Man weiß es nicht. Wo ein kleines Kind da steht und die Tür öffnet sich und es kommt raus alles. Ja, man weiß es nicht. Zum Glück war da eine Kamera in der Nähe. Ja.
Ist das hier das berühmte Bogenschießen oder? Nein. Nee. Nein. Hier ist der Spandau. Alles ist holländisch, nur hier ist Tschechien. Wollen wir nicht mal HyperX? Das wäre meine absolute Premiere. Nein. Wollen wir mal mitfahren? Ja, wirklich schlecht. Ach, dann kann ich Heartbreak anfahren. Ich bin in der Koblenzzone das Ding gefahren. Ganz unangenehm. Das Lustige war, wie wir gekommen sind, dass wir direkt gesagt haben, wir müssen in die Coinpusher gucken, weil auch da kann man euch ja anfangen. Ja, richtig. Andreas Götze. Dem ich heute extra Bescheid gesagt habe, aber... Ich habe Bini Bescheid gesagt. Was ist eigentlich mit Bini? Bini ist, ich glaube, durch die neue Ökodiktatur, die er in Deutschland jetzt herrscht, darf er mit seinem 5 Liter pro Kilometer Verbrauch Auto nicht mehr fahren. Ist verboten. Ich weiß nicht, er will am Samstag kommen. Ja? Ja. How dare you? Bini! How dare you? People are dying. Ernsthaft? Du kommst am Samstag. Right here, right now. Aber mit dem Zug, hoffe ich. The systems are collapsing. Ökologisch korrekt. Er kommt auf den E-Scooter. Ja, E-Scooter, genau. Fahren wir Devil Rock? Irgendwas müssen wir ja machen. Oh, kein Devil Rock. Heartbreaker. Dann lieber was anderes. Heartbreaker. Und Heartbreaker fahren wir nur, weil ein attraktiver Holländer den besitzt. Der Deutsche, stimmt, Entschuldigung, ich bin verwirrt, Ein attraktiver Deutscher besitzt. Ein attraktiv Deutscher ihn besitzt. Und nur wegen ihm fahren wir jetzt. Ja, ja. Auf geht's. Weiter geht's im Programm. Wir haben super Chips gerade. Obi hat heute die Fallsucht. Ja. Tradition seit Jahren. Die Fallsucht. Die Gefallsucht. Supermaus. Wir fahren jetzt mit einem Crazy Ride. Da wird's schon gehen, ne? Sind wir jetzt schon zu kalt? Hi. Ach, das habe ich heute noch gar nicht erwähnt. Das habe ich ja schon in Soos gesehen. Das ist jetzt mit so einer Biesen, mit so einem Biesenpelz, wenn man dann kommt. Ja, ja. Ah, wir brauchen ja nach vorne. Wo ist der Booster-Lift? Oh, das stimmt. Ja. Das war heilige Fahrt. Ui, 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 jetzt fängt es aber an zu wackeln hier. Geht los, Adler. Oh, geil. Oh, fuck. Nein, ich hab verkackt. Ja, aber das hast du auch eigentlich
an mein Impfraum. Denk an mein Impfraum. Mein Impfarm! Hauptsache, er fliegt auf mich wie eine Bombe, Alter! Yeah. Hey, oh, jetzt ist los, Kinder! Entschuldigung. Geht los, Adrian! Na, und Adrian, na klar! Juhu! Aber die schlägt gar nicht so. Jetzt geht's los! Jetzt! Boah, das Video hat mich aufgenommen! Und Spinning! Oh Gott, jetzt kommt hier noch DJ Bobo. DJ Bobo. Mach doch jetzt mit der Bügelei hoch. Ah. Das war so gemütlich. Hatte ja auch richtig schöne Gefühle. Es fühlt sich halt nicht so an, als würde man hier ausgeraubt werden. Das habe ich das erste Mal, dass ich hier bin. Ne, Justin? Ja. Gerade hast du einen ganz schönen kleinen Kopf. Ich habe einen kleinen Kopf? Ja. Also auf der GoPro? Ja, so. Auch im Live, wenn ich drüber. Also wenn ich dich halt dann so mal. Hast du Optics oder warum wird das kleiner und wieder größer? Oder? Halt die Klappe, du. Trink dein Gesöff da aus, das ist immer noch nicht. Weit fort. Guck mal, ich bin schon echt weiter. Erstens kann ich die Hitze nicht so sehr ab und zweitens, ich bin geborener Genießer. So, wir haben Stucki und Aaron eingesperrt. Sind wir losgeworden? Eingesperrt haben wir sie. Eingesperrt könnt ihr jetzt kaufen für 12,99 Euro. Mindestgebot. Alles was drüber ist, wird natürlich bevorzugt. Nein, die Suffnasen bleiben natürlich immer übrig. Wir mussten weiter trinken, weil wir alkoholabhängig sind. Kann man das so sagen? Nein, ne? Nee. Ich glaube, wir schalten nochmal zum Dreamteam rüber. Ja, wie läuft's bei euch? Heute auch nicht wirklich viel Input gewesen in diesem Tag, aber... Wir haben uns heute einfach ausgeruht und wir haben ja schon ganz viel von Berlin gesehen. Genau. Und ihr habt auch ziemlich viel schon gesehen und so. Ja. Und deswegen, seid uns deswegen nicht böse. Genau. Und zu morgen wollte ich noch sagen. Morgen feiern wir unser zweijähriges... Ja, süß. Süß. Wer auch immer ihr seid. Und wir möchten das gerne ohne Kamera verbringen und das den Tag einfach gemeinsam genießen. Das verstehe ich. Seid uns da bitte nicht böse. Aber ich glaube, ihr versteht das, dass wir dann den Tag gemeinsam genießen möchten und wir würden uns dann wieder übermorgen melden. Wisst ihr, was der Hammer ist? Werkzeug. Ciao, ciao. Schöne Grüße an Opium Man. Opium Man, come, 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 Man, Frankfurt. Also es ist ja unser beider so mehr oder weniger letzter Besuch heute auf dem... Es ist das letzte Mal für dieses Jahr, dass wir wieder in dieser Kombination hier sind, wahrscheinlich. Und abschließend ein paar
Fazit von dem Platz. Er ist schön, finde ich. Er ist durchdacht, finde ich. Er war heute bei Kälte, ist der immer ein bisschen anstrengend. Ja, aber, bei Kälte ist alles anstrengend, aber jeder Platz. Ich muss sagen, das ist das erste Jahr, wo mich die Kälte wirklich gestört hat. Also sonst habe ich das ja immer irgendwie, ja, ist halt so, war es gewohnt. Aber dieses Jahr muss ich sagen, also heute ist so das erste Mal, wo ich wirklich richtig gefroren habe. Ja. Ja.